Okay. Wollte gerade sagen, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Vorort. Wir sind der Leichenbeschauer. Und da ging es auch schon direkt los. Mann, Mann, Mann. Das Coole an den Mods, die ich jetzt benutze, sind im Prinzip, dass du halt. Also dass jeder, die sich halt einfach ganz easy über... Dass die halt, die Mods, die ich jetzt benutze, halt übers Hauptmenü von jedem halt ganz easy peasy gedownload werden können. Ich komme da nicht durch, Piper. Curry, Entschuldigung. Was ist denn jetzt, wenn ich hier mit dem Ding da drauf schieße? Oder hier? Okay. Also noch sieht ja hier alles clean aus. Beim letzten Mal, wo ich hier war, da... War hier übelst der Akku-State, oder? Wo ist denn der? Da unten. Ich habe auf Sie gewartet. Ja. Also, wie ist die Lage? Ich nehme an, Sie wissen Bescheid. Unsere Ziele sind im Gebäude. 4 Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Synths und ich begebe mich per Transmission mit ihnen zum Institut. Verstanden? Was? Ey! Oh. Hey, X4! Wir müssen die Mission fortführen. Ja, na. Die Synths finden und sichern. Jetzt hab ich doch also, ich hab doch diese. Was machen die denn? Warte mal, wo sind die denn? Ah, wo sind die denn? Synth-Transmitter-Granate. Meine mobile Luftabwehr steht, Bitch. Mit. Sie müssen terminiert werden. Voilà. Oh. Miss.
Alter. Tja. Alter. Was willst du denn? Stirb doch einfach. Hier geht ganz schön was ab. Ah, hier Lukas Miller. Alter. Nicht den Brahmin, der hat doch nichts getan. Komm hier, wir müssen hier unter Tage, in den Werkzeugkeller. Alter. Jeder gegen jeden. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlimm ist, wenn wir die anderen halt angreifen, ne? Wieso? Ja, wir müssen uns ja verteidigen. Boah, Alter. Der Bastard. Level 65.
Wir greifen im Prinzip die ganze Zeit welche an, die eigentlich auf unserer Seite sind. Wenn das wirklich so klingen würde, weißt du? Dann würde ich das ja schon fast mega feiern. Die Schlacht von Bunker Hill. Da sind sie. Gott, das ist ein Runner. Oh nein. Benutzen Sie die Codes und wir kehren zurück zum Institut. Die Zeit drängt. Hey, Sünd. Wir müssen die Mission fortführen. Du da, Sünd. Komm, bitte, tu es nicht. Warum hast du solche Angst? Ich will nicht zurück. Bitte, lass mich nicht zurückgehen. Eigentlich tun sie mir ja schon fast leid. B257, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Theta 93 Stratus. Ich hab nach dir gesucht. Ich habe Geld. Es gehört dir, wenn du mich gehen lässt. Wie war das mit dem Geld? Ja, Geld. Hier, 60 Kronkorken. Das ist alles, was ich habe. Abgemacht? Hast du noch mehr dabei? Was? Nein. Ich habe doch gesagt, das ist alles. F633, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Delta 62 Arcus. Wenn die... Wieso können die ja nicht auf Werkseinstellungen? Bitte. Warum willst du nicht zurückgehen? Ich weiß nicht. Ich wollte mein eigenes Leben. Z322, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Gamma 49 Typhoon. Und jetzt zu dir. Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Was ist so schlimm am Institut? Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Y915, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Beta 77 Tempest. Das sind alle. Aufgabe erledigt. Gehen Sie zurück in die Stadt und stellen Sie sicher, dass alle Feinde eliminiert wurden. Ich bringe die Synths per Transmission zurück zum Institut. Melden Sie sich danach bei Vater und gute Arbeit. Ha! Ich habe dich erwischt. Okay. Wie viel Gewicht haben wir denn? Da können wir den Gas hier noch mitnehmen. Hä? Das war sogar ein Sternpaladin. Ihr wollt euch keine fangen, ihr macht ey, alter Fenner. Mit dem Unterschied, dass auf unserer Seite im Prinzip keine Menschen gestorben sind, sondern synthetische Roboter. Was eigentlich besser ist. Oh. Charlestown. Ich wüsste bloß halt gerne, ob die uns jetzt deswegen hassen oder. Ja, nicht so. Auf Befehl des Instituts müssen sie vernichtet werden. Deswegen müssen wir auch hier weg.